Also einen wunderschönen guten Morgen an diesem sehr warmen Ostersamstag. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Enno Connors. Ich führe einen kleinen Verlag, der sich mit IT-Geschichte, Kultur und Technik beschäftigt. Und was war das jetzt? Ja, und ich möchte euch heute etwas über einen Computerpionier erzählen, von dem nicht so viel bekannt ist wie von einem Steve Jobs, Bill Gates oder Steve Wozniak. Darüber gibt es einen Haufen Bücher, es gibt Filme. Als letztes, was sehr bekannt ist, der Film über Zuckerberg, den Facebook-Gründer, kennt auch wohl jeder. Und doch war Heinz Nixdorf ein Mann, der IT-Geschichte geschrieben hat, nicht nur deutsche, nicht nur europäische, sondern sogar weltweit IT-Geschichte geschrieben hat. Und zur Einstimmung habe ich eine ganz kurze Rede von ihm, die er mal gehalten hat. Fand ich sehr interessant. In dieser Nachkriegszeit geschaffen worden sind, so schnell, dass viele Kunden und erst recht viele, die noch keine Kunden sind, Angst haben vor diesen Geräten, Angst haben vor dem Tempo, in dem wir Techniker diese Geräte entwickeln. Es ist unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, diese Angst zu reduzieren. Wir müssen informieren, so stark wie möglich. Ja, das dazu. Ja, man hat ihn Computerpionier von Paderborn oder das Wunder von Paderborn genannt. Und viele haben Heinz Nixdorf so ein bisschen als Erfinder und Tüftler in Erinnerung oder so in Gedanken, was aber im Grunde gar nicht war. Er war so ein bisschen mehr so ein bisschen der deutsche Bill Gates, eigentlich mehr Geschäftsmann als Erfinder und Tüftler. Und einfach ein bisschen sein Leben reinzugucken, fand ich sehr spannend. Das kam so zustande, dass im letzten Herbst bin ich über einen Flohmarkt gelaufen und da lag ganz oben drauf auf so einem Büchertisch dieses alte Buch aus den 80er Jahren, eine Biografie über sein Leben. Und ich mag eben solche Geschichten und musste ich mir das Buch mitnehmen. Und wir haben dieses Jahr Heinz Nixdorf, ja, weil es ist im März diesen Jahres war sein 25. Todestag. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich doch ein bisschen über sein Leben erzählen. Heinz Nixdorf ist am 9. April 1925 in Paderborn geboren. Seine Eltern hat es erst 3 Jahre davor dorthin verschlagen. Sie kamen aus Sachsen, ursprünglich aus Böhmen, waren Flüchtlinge gewesen, aus ganz einfachen Verhältnissen. Der Vater war Bäcker gewesen. Und die Weltwirtschaftskrise hat ja in den 30ern ihren Höhepunkt erreicht und das hat natürlich auch die Familie Heinz Nixdorf getroffen. Der Vater ist dann arbeitslos geworden und hat sich als Vertreter für Handelswaren alle möglichen Sachen irgendwie versucht, sich übers Wasser zu halten und die Familie zu ernähren. Hier habe ich so 2 Bilder als Kind. Die habe ich mir alle vom Heinz Nixdorf Museum besorgt. Und in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, als denen so richtig schlecht ging, da war er so ungefähr 10 Jahre alt. Und in einem Interview erinnerte er sich, dass er wegen den ärmlichen Verhältnissen, die sie damals hatten, nicht auf eine höhere Schule gehen konnte, denn das war mit Kosten verbunden. Und mittlerweile, er ist der älteste von 5 Geschwistern, waren dann noch 4 Geschwister dazugekommen. Und das Einkommen der Familie hat dann einfach nicht ausgereicht, ihn auf eine höhere Schule schicken zu können. Und das hat ihn ziemlich geprägt. Er wäre gerne hingegangen und das ist dann auch später eins zu seinen größten Triebfedern geworden als Unternehmer. Er hat immer geschaut, dass Leute die Möglichkeiten haben, eine Ausbildung zu bekommen, Schulung zu bekommen. Das war ihm ganz wichtig, die Menschen zu unterstützen. Er ist dann mit einem sehr guten Zeugnis und einer Empfehlung für eine Aufbauschule, hat er mit 14 Jahren die Volksschule verlassen und ist dann zunächst auf eine weiterführende Schule gegangen. Mit der Schule konnte er dann Lehrer werden. Das war dann so der Plan. Aber mit fortschreitender Ausbildung hat er gemerkt, das ist gar nicht sein Ding, das möchte er gar nicht werden. Und in der Zeit hat er auch schon den Wunsch verspürt, selber mal ein Unternehmen zu gründen.
Er wollte unbedingt noch aufs Gymnasium studieren zu können. Das hat er dann auch irgendwie geschafft, hat er gemacht, sein Abitur, und hat dann Physik studiert. Das ist noch ein Bild als Student. Unterstützung von der Familie konnte er keine bekommen. Der Vater war mittlerweile im Krieg gefallen. Und die Mutter musste irgendwie zusehen, wie sie die anderen Kinder durchbekommt. Und er hat dann sein Studium finanziert mit Arbeiten auf dem Bauernhof während den Semesterferien und kleinen Nebenjobs während der Studienzeit. Jetzt mache ich einen kleinen Schnitt. Komme 1951, wo es denn zum ersten Elektronenrechner überhaupt kommt. Den wir dort sehen, das ist nicht der Heinz Nixdorf, sondern das ist ein Dr. Walter Sprick. Hat den Namen schon mal jemand gehört? Sagt jetzt irgendjemand was? Kaum jemand was. Es war ein Wissenschaftler und dieser Herr Sprick hatte einen Forschungsauftrag von der amerikanischen Firma von Remington Rand erhalten, einen elektronischen Kalkulator zu entwickeln. Dieser Sprick hatte zuvor für die Landesbrandkasse Schleswig-Holstein, das ist so ein Brandversicherer, ein elektronisches Rechengerät entwickelt und die Leistung bestand darin, zweier fünfstelliger Dezimalzahl mit Hilfe von 200 Elektronikröhren zu rechnen. Das ist das Gerät, das hat der Herr Sprick erfunden, entwickelt. Und der Heinz Nixdorf ist dann bei dem Herrn Dr. Sprick wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden für eine Mark die Stunde als Stundenlohn, um halt diesen Forschungsauftrag dann von Remington Rand zu entwickeln und zu machen. Dann ist es aber nach ein paar Monaten schon, hat sich das schon wieder zerschlagen, weil es aus der Konzernzentrale irgendwie in New York gab es Widerstände, die wollten irgendwie keine Entwicklung aus Deutschland haben, warum auch immer. Das war ja auch kurz nach dem Krieg. Mussten sie das schon wieder einstellen. Und hier, an dem Punkt, witterte Heinz Nixdorf schon seine erste Chance und er schlägt dem Sprick vor, sich damit selbstständig zu machen. Und der Herr Sprick, der war schon Familienvater Mitte 40, dem war das Risiko aber zu groß, sich jetzt nochmal selbstständig zu machen. Hatte dann ein Jobangebot von IBM in Stuttgart und ist dorthin gegangen. Hat den Heinz Nixdorf aber immer unterstützt und hat ihn erlaubt, alle seine Patente und Erfindungen kostenlos zu nutzen, hat ihm das alles zur Verfügung gestellt. Also hier kann man schon sehen, der Nixdorf war nicht der Entwickler, sondern es war jemand ganz anders gewesen. Ja, die Patente und die Konstruktionszeichen unterm Arm hat er sich dann nach einem Auftraggeber gesucht, der das dann irgendwie finanziert. Und so wie es in der Geschichte steht, hatte er nur ein Moped und ein frisches Hemd und ist dann von Unternehmen zu Unternehmen getängelt und ist eigentlich überall abgewiesen worden. Meistens ist er über den Pförtner nie hinausgekommen. Und ein Unternehmen hat sich Heinz Nixdorf angehört, das war RWE. Das ist ein bekanntes Unternehmen. Ne? Und die haben sich das angeschaut und haben gemerkt, also wenn das stimmt, wenn das hinhaut, dann sparen sie damit ganz schön viel Geld und Arbeit. Und die haben ihm dann zugesagt, haben ihm ein Budget gegeben von 30.000 D-Mark, das war zu der Zeit sehr viel Geld. Und er hat dann quasi, war die erste Hürde genommen und hat dann sein Unternehmen gegründet. Und das Unternehmen hieß damals Labor für Impulstechnik, LFI kurz genannt. Das ist dann erst später 1968 umbenannt worden in Heinz Nixdorf AG. Zurück. Das war quasi ein Keller bei RWE in Essen. Das war quasi sein Arbeitsplatz. Und den Herrn, wie gesagt, der Herr Sprick hat ihn immer unterstützt. Da hat er auch immer Briefe geschrieben an den Herrn Sprick. Also kann man ein bisschen lesen. Aber ich erzähle einfach weiter. Ihr könnt da auf das Foto schauen.
Ja, ohne den Sprick wäre das nie möglich gewesen. Und er hat ihn immer weiter unterstützt, wenn es Probleme gab. Und auch diese 30.000 D-Mark, die haben nicht ausgereicht. Also er hat, der Nixdorf hat dann immer noch Unterstützung bekommen von Freunden. Und da gibt es eine kleine Anekdote, da war wirklich wieder alles aufgebraucht. Also die haben ganz ärmlich gelebt. Die haben oft auch das Essen ausfallen lassen, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Und wenn er auf die Bank musste, irgendwie jetzt Geld abzuholen, um neues Material zu kaufen, hat er sich Mantel und Hut von seinem Zimmerkollegen ausgeliehen, weil er das selber nicht hatte, um seriös dann bei der Bank auftreten zu können. Ja, und da war wieder alles weg. Und in dem Moment trifft er in der Stadt einen alten Freund, dem es zu dieser Zeit richtig gut ging. Die hatten irgendwie ein gut laufendes Möbelgeschäft. Und der hat ihn dann einfach nochmal mit 10.000 D-Mark unterstützt. Das war für die Zeit natürlich sehr, sehr viel Geld. Mit der einzigen Bedingung, er soll sich auch einen Wintermantel kaufen. Ja, 1954 ist das geplante Rechengerät dann fertig, basierend auf Röhren. Das sieht man jetzt hier. Das ist das, was er dann für RWE entwickelt hat. Und ein Jahr später beginnt dann schon ein richtiger Aufschwung für sein Unternehmen, für das LFI. Das wird nämlich Zulieferer von Exacta Büromaschinen GmbH, eine Firma in Köln. Und dieses Unternehmen hatte die Vertriebsrechte des französischen Lochkartenherstellers Bull. Bull als Unternehmen sagt vielleicht heute noch jemandem was. Wir haben später auch noch irgendwelche Computer-Accessoires gemacht, Tastaturen und sowas. Ja, und die haben dann noch zwei andere Geräte entwickelt, einen Elektrosaldierer und einen Elektromultiplizierer. Ich habe noch Fotos da. So sahen die Geräte aus. Und die haben sich wirklich nicht viel gegönnt. Also er hatte dann mittlerweile schon einen, der praktisch der mit ihm im Unternehmen gearbeitet hat, mit dem er zusammengearbeitet hat, das war ein Herr Wirzjoch. Und als sie den ersten Saldierer dann fertig hatten und ihn dann vorgestellt hatten in Essen, in Köln, bei dieser Büromaschinenfirma, und auf dem Rückweg waren, mussten sie in Köln-Deutz nochmal umsteigen, mussten sie auf den D-Zug warten. Und haben sie gemerkt, dass sie da so sitzen, dass sie tierisch Hunger haben. Und haben sich den D-Zug gespart, weil der kostet irgendwie nur 2 Mark Aufpreis. Und haben gesagt, wir nehmen den Nachtbummelzug und dann können wir uns für die 2 Mark noch Bananen kaufen. Weil sie hatten an dem Tag auch schon wieder nichts gegessen, weil sie kein Geld dafür hatten. Das finde ich denn schon sehr beeindruckend, was die da auf sich genommen haben. Ja, während das Labor für Impulstechnik 1955 dann 5 Mitarbeiter hat, jetzt gebe ich einfach mal ein paar Zahlen weiter, sind es ein Jahr später schon 24 und der Umsatz beträgt dann schon 0,9 Millionen D-Mark. Noch ein Jahr später, 58, wird der Firmensitz, die waren ja quasi im Keller von RWE in Essen, dann nach Paderborn verlegt. Habe ich auch noch Fotos. So sah das damals aus. Da haben wir das zusammengelötet. Und das war auf einer Messe auch 1958. Ja, dann geht es so richtig los. Die Firma expandiert. Und 1962 haben sie schon 104 Mitarbeiter und 6,7 Millionen D-Mark Umsatz. Und in der Zeit kommt auch schon die erste Firmenkrise, weil diese Bull war zu der Zeit der Hauptkonkurrent von IBM mit Lochkartenmaschinen. Und die haben sich ihre Marktposition praktisch erkauft mit Preiszugeständnissen, die sie nicht mehr halten konnten. Und die wurden dann aufgekauft. Und 90% seiner Geräte lief alles über den Vertrieb, hat alles an die verkauft und das fiel dann weg. Und jetzt musste er irgendwie sehen, wie es mit seinem Unternehmen weitergeht und er brauchte einfach auch ein neues Produkt, weil es mit den Lochkarten zu Ende ging. Und das hat er tatsächlich gefunden. Das hat er auch nicht selber entwickelt. Hier habe ich noch
ganz bestimmt durch seine Anmeldung von seinem Unternehmen. Und das war dieses Gerät. Das war der erste Rechner auf Halbleiterbasis, die Nixdorf 820. Die war sehr, sehr erfolgreich. Und wie es zu diesem Gerät kam, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar, ein gewisser Herr Otto Müller um 1960 rum war in einem Entwicklungsteam bei Telefunken. Und der hatte die Vision, einen Kleinrechner, also was man damals als Kleinrechner eben verstanden hat, das waren dann solche Geräte, gehabt und hat es versucht, hat was da entwickelt, das nannte sich TR10, glaube ich, genau. Und aber bei Telefunken hat das niemanden interessiert und da ist er dann enttäuscht weggegangen und ist zu IBM nach New York gegangen, um dort wieder einen kleinen Rechner zu entwickeln. IBM hat machen lassen, den Rechner, den er dort entwickelt hat, ist aber auch nie in Serie gegangen, weil IBM daran auch nicht geglaubt hat. Die haben einfach den Markt dafür gar nicht gesehen. Ja, und genau in dieser Zeit, wo er so richtig schön frustriert ist, weil nichts vorangeht, nimmt der Heinz Nixdorf mit dem Otto Müller Kontakt auf, hat ihm einen Brief geschrieben. Und weil er einfach in den Konzepten, die er da gesehen hat, da hat er gemerkt, das hat Potenzial und das könnte ihm einfach aus der Krise helfen. Und es kam so zustande, diesen ersten TR10, den dieser Otto Müller bei Telefunken entwickelt hat, der war auf einer Hannover Messe ausgestellt und den hat Heinz Nixdorf dort gesehen. Und der Heinz Nixdorf war ein sehr ordnungsliebender Mensch und der hat da reingeschaut und das war der erste Rechner, wo die Verdrahtung parallel angelegt war. Kennst du die Geschichte? Du kennst die Bilder. Und das hat den Nixdorf so gefallen, dass er spontan gesagt hat, also dieses Gerät, das kann nur ein Mann gebaut haben und diesen Mann, den würde ich gerne einstellen. Ja, und der Otto Müller hat sich darauf eingelassen, obwohl die Karrierechancen bei IBM natürlich wesentlich besser gewesen sind zu der Zeit. Also das kleine Labor für Impulstechnik ist ein ganz kleines Licht gewesen zu jener Zeit. Aber er hat sich darauf eingelassen, weil er unbedingt also diesen Rechner entwickeln wollte. Das war sein Traum. Und jetzt muss ich noch eine Geschichte erzählen, die ich sehr beeindruckend fand. Und zwar, kurze Zeit später, ein, zwei Monate später, wäre der Otto Müller schon fast wieder zurück zu IBM gegangen. Weil, also er hat sich quasi die Rückfahrkarte offen gelassen, weil der Nixdorf hatte auf einmal Zweifel. Nixdorf war eigentlich ein Mann, der immer genau wusste, was er wollte, aber er hatte in seinem Unternehmen noch eine zweite Entwicklung, die auf eine etwas andere Basis war und auf einmal hat er so ein bisschen Angst gekriegt und wollte die erste Entwicklung von seiner Stammmannschaft wollte in Vorrang lassen und den Otto Müller wieder zurückstellen. Ja, und dieser Otto Müller war da richtig enttäuscht und geknickt, geht zu seiner Frau, die war gerade im Krankenhaus und hatte entbunden und dann erzählt, dass er jetzt doch nicht seinen Rechner bauen darf. Und die Frau vom Otto Müller ist an dem gleichen Tag, als sie aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, direkt ins Büro von dem Heinz Nixdorf gegangen und hat ihm vor die Wahl gestellt, dass er sich innerhalb 14 Tage entscheiden muss, dass ihr Mann den Rechner bauen darf oder sie gehen sofort wieder zurück zu IBM. Und sie ist so weit gegangen, dass sie gesagt hat, bis zur Fertigstellung des Rechners würde ihr Mann kostenlos arbeiten. Das fand ich sehr beeindruckend. Also glücklich der Mann, der so eine Frau hat, die einem hinter einem steht. 1965 sind dann 4 Prototypen fertig von diesem Rechner und werden auf der Hannover Messe dann wieder vorgestellt. Und das Besondere an diesem Rechner ist, es war das erste Gerät, bei dem die Ausgabe- und Eingabesteuerung, also wie Tastatur, Drucker etc., durch Software ersetzt wurden. Also zu der Zeit wurde viel durch Hardware gemacht
Und das war der erste Rechner, wo man dann viel durch Software ersetzt hat. Das hat immense Kosten gespart und war dann wesentlich flexibler. Und auf dieser Messe hat dann die Firma Ruf, sagt euch das was, die Firma Ruf macht so Backmittel, die haben dann gleich 2000 Stück von dem Gerät bestellt. Das war natürlich eine Bombe, die da eingeschlagen ist. Und bis 1972 inklusive Nachfolgemodelle sind dann 18.000 Stück von diesen Rechnern im Einsatz. Und das waren ja Rechner, das waren keine paar hundert Euro Rechner, sondern die haben dann zigtausende gekostet. Also das war richtig gut. Und dann geht's richtig los. 1968 übernimmt Nixdorf dann durch geschicktes Taktieren einfach diese Wandererwerke, für die er vorher als Zulieferer gearbeitet hat. Und damit hat er eine komplette Vertriebsstruktur sich quasi eingekauft. Ja. Und er war dann plötzlich mit dem Deal war der auf einmal der größte Computerhersteller Deutschlands. Und sie hatten dann einen Umsatz von etwas über 100 Millionen D-Mark. Und zur gleichen Zeit klopft der größte Hersteller von Rechenmaschinen der Welt, das war damals Victors aus den USA, bei denen an. Sie waren an dem Know-how interessiert. Und der Nixdorf war sehr geschickt, statt dem Know-how zu verkaufen, hat er Victors die exklusiv Vertriebsrechte für Nordamerika von seinem Rechner verkauft. Die sind darauf eingegangen und die haben dann auch gleich 10.000 Stück bestellt. Und 1972 übernimmt Nixdorf den Victors komplett für 10 Millionen Dollar. Ich habe noch ein Bild. Ja, das glaubt man gar nicht. Man denkt immer, die IBM, Microsoft, es kommt alles aus Amerika hier rüber. Aber dass die Deutschen vorher eigentlich die Computertechnik darüber gebracht haben, das ist uns gar nicht so bewusst. Damit hat eigentlich Nixdorf innerhalb zwei Jahre zwei große Cups ist ihm gelungen, weil 1971 hat er auch noch ein langfristiges Abkommen mit dem drittgrößten japanischen Handelshaus abgeschlossen. Das hieß Kanematsu Gosho Limited aus Tokio. Und er war eigentlich damit der erste Computerhersteller, der nach USA und nach Japan exportiert hat. Hier noch ein paar Bilder auch. Das ist eine Fertigung, das ist schon etwas später, eine Fertigung in Asien. Ups, zu schnell. Spanien. Also Nixdorf war eigentlich nie Deutschland beschränkt. Deutschland war immer nur die eine Hälfte, die zweite Hälfte war immer im Ausland. Das finde ich besonders schick. Ja, richtig, 70er Jahre. Nixdorf hat dann vor allen Dingen das Vertriebsnetz ausgebaut und hat 1973, deswegen habe ich auch das Bild rausgesucht, so ein schönes 70er Jahre Bild, 5.168 Vertriebsmitarbeiter, davon waren 2.638 im Ausland. Jetzt gebe ich einfach noch mal ein bisschen Zahlen durch. 1977 erwirbt Nixdorf für 22 Millionen US-Dollar ein weiteres amerikanisches Unternehmen, Entrex, und erhöht seinen Nordamerika-Umsatz auf 90 Millionen Dollar. Und dann schließt er 78 einen Kooperationsvertrag mit Labo Electronica Limited ab und geht damit in den südamerikanischen Markt. Das ist eine Produktionsstätte. Ja, und das Wachstum geht ziemlich rasant in den ganzen Folgejahren, sodass Konzernumsatz 1984 bei 3,26 Milliarden D-Mark liegt und sie über 20.000 Mitarbeiter haben. Also ein riesiges Unternehmen ist daraus geworden. Das sieht man nochmal. Ein Spruch, den er immer wieder gelassen hat, ich habe es schon angedeutet, er war ein sehr ordnungsliebender Mensch. Er hat immer gesagt, man soll die Computer so einfach lassen, wie der liebe Gott die mathematischen Gesetze erfunden hat. Ein ganz
das war so sein Leitspruch. Er liebte es, wenn etwas einfach war, wenn es strukturiert war, wenn es modular aufgebaut war. Und praktisch die ganzen einfachen, festgeklickten Strukturen, auf die Heinz Nixdorf sein Unternehmen eingesporen hat, war so ein Stück Grundstein auch von seinem Erfolg. Und was vielleicht auch kaum bekannt ist, jede Abmessung von ob Leiterplatte des fertigen Computers oder des Betriebsgebäudes, alles ist bei Nixdorf durch 30 teilbar. Ja? Raum, jeder Raum, ob Büro, Fertigungsstelle in dem Unternehmen, ist auf ein Rastermaß von 1,80 auf 1,80 fixiert. Und alle Nixdorf-Gebäude sind gleich. Das kann ich bestätigen. Ich habe mal bei Siemens Nixdorf angefangen zu arbeiten, habe da knapp 7 Jahre gearbeitet, wurde dann später immer mehr Siemens statt Nixdorf. Aber so die Anfänge habe ich noch mitbekommen oder das Ende. Und es ist wirklich so, die Nixdorf-Gebäude sind wirklich alle gleich. Ob ich in München, in Hannover, in Berlin bin oder Frankfurt, der gleiche Teppich, die gleichen Wandschränke, das gleiche Gebäude gleich aufgeteilt. Und das hat damit zu tun, dass der Nixdorf hat sich auch gerne mit Architektur beschäftigt. Und es gibt kein Firmengebäude, was nicht seine Handschrift trägt. Also er hatte mal gesagt, er hätte sich auch vorstellen können, Architekt zu werden. Und diese vorgegebene modulare Bauweise hat ihn enorme Kosten gespart. Da habe ich nochmal eine Zahl. Wenn jetzt so vergleichbare Objekte im Bau mit dem, was man halt dafür bräuchte, für solche Fertigungsstellen mit Klimaanlage und so weiter, hatte man damals gebraucht 3.000 D-Mark pro Quadratmeter Baukosten. Und bei Nixdorf lagen die Baukosten nur bei 1.600 D-Mark pro Quadratmeter. Ja, und so, und das hat sich überall runtergebrochen, auch in den Aufbau von der Software. Ich weiß nicht, kennt jemand vielleicht noch das Softwarepaket Comet? So ein Begriff. Das lief auf deren alten Maschinen, die war sehr einfach und die war in den 70er Jahren das meistverkaufte Softwarepaket der Welt. Das war so eine Art ein Wirtschaftssystem, das wurde im Business Basic geschrieben und das war sehr einfach zu bedienen und zu handhaben. Und bei all dem Erfolg, den er gehabt hat, ist er eigentlich ein ziemlich einfacher Mann geblieben. Mit einem einfachen Lebensstil. Also er hat sich nicht jetzt irgendwie auf Golfplätzen rumgetummelt, sondern hat lieber mit guten Freunden eine Runde Skat gespielt. Das sah dann so aus. Seine Urlaube verbringt er in Deutschland, bescheiden am Wörthersee. Und für ihn waren nicht die Unternehmenszahlen, Umsatzzahlen, das war nicht so wichtig. Vor allem ihm waren die Menschen wichtig. Er war ein sehr sozial eingestellter Mensch. Er war auch sehr ehrgeizig. Er hat den Wettbewerb geliebt. Also er hat immer die Auseinandersetzung gesucht. Das hat ihn auch angetrieben. Und er hat sich selber sehr viel abverlangt, hat dann dadurch auch von seinen Mitarbeitern viel abverlangt. Da gibt es ein paar schöne Geschichten. Zum einen, da geht er. Einmal das Chefbüro war nicht oben im Gebäude, sondern unten. Er wollte immer erreichbar sein für alle. Vor allem wollte er immer sehen, wer rein und raus geht. Und als er dann abends mal Feierabend gemacht hat, und es war schon recht spät, da war irgendwie noch ein Bauarbeiter, er musste irgendwie noch Pflasterarbeiten oder was das war, erledigen. Und er sagte, er soll doch jetzt Feierabend machen. Der war jetzt gar kein Angestellter bei Nixdorf, sondern irgendeine Fremdfirma von der Baufirma. Und er sagte, der Arbeiter, nee, kann er noch nicht machen, weil er ist gerade selber am Bauen und die Woche bekommen sie noch die Fenster geliefert und dann müsste er noch 10.000 D-Mark bezahlen. Und er muss hier jetzt Überstunden machen, dass er das irgendwie schafft. Und dann hat der Nixdorf zu ihm gesagt, gehen Sie nach Hause, wenn Sie morgen kommen, melden Sie sich dort drüben ins Büro. Der Arbeiter, der war ziemlich verdutzt, der wusste auch nicht, mit wem er da spricht. Ist dann am nächsten Tag dort hingegangen, in dieses Lohnbüro,
Und da war dann schon alles geklärt. Ja, Herr, Sie sind der Herr sowieso und Sie kriegen ein zinsloses Darlehen von 10.000 Mark. So was hat er dann gemacht. Andererseits gibt es auch Geschichten, wo er dann in sein Büro kommt und sieht den Rasen ganz schrecklich gemäht, bestellt den Gärtner her und sagt, haben Sie das gemacht? Ja. Das sieht schrecklich aus, Sie können gehen. Also wer sich bemüht hat um seine Arbeit, den hat er gefördert, aber wenn er gemerkt hat, jemand ist das irgendwie egal, dem wollte er auch nichts zu tun haben. Ja, wegen den sozialen Einstellungen, zum Beispiel wenn Mütter jetzt Kinder bekommen haben, da gab es freiwillige Zuwendung von 600 Euro. Und wenn die Mütter ledig waren, haben sie 1.100 gekriegt, weil er gesagt hat, die müssen besonders gefördert werden, die brauchen besondere Unterstützung. Er hat sich auch sehr bemüht, um Behinderte in sein Unternehmen einzugliedern und auch Sonderschüler. Und wie ich schon sagte, er war immer darauf bedacht, dass die Leute die Chance haben, Ausbildung zu machen, Weiterbildung zu machen. Er hat dann auch ein eigenes Schulungszentrum gegründet, wo die Leute ausgebildet werden konnten. Ja, ich denke, die Zeit ist weit. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Schluss. Er ist am 17. März 1986, also 25 Jahren, an Herzinfarkt gestorben auf der Hannover Messe bei einer Kundenveranstaltung. Das war jetzt so ein bisschen Einblick in sein Leben. Ich könnte noch mehr erzählen, auch wie es dann noch später, ich weiß nicht, ist es bekannt, was heute noch so von Nixdorf übrig ist? Es gibt ja jetzt noch die Firma Winkhorn Nixdorf. Es ging ja der Anfang der 90er, ging das ja mit Siemens zusammen, das ganze Unternehmen. Und dann wurden diverse Teilbereiche wieder ausgegliedert. Ja, so ein bisschen, warum es auch so erfolgreich war, diese Nixdorf 820, die ließ sich sehr gut als Bankenterminal umbauen oder angliedern. Und dadurch hatten sie einen ganz großen Fuß bei den Banken drin, haben sehr viele große Aufträge gekriegt, auch internationale Aufträge. Und da sind sie auch heute noch. Also die Winkhorn Nixdorf, Bankautomaten, kennt vielleicht auch noch jeder. Kassensysteme, das basiert auf diesem Comet-System, auf diesem Warenwirtschaftssystem, was sie entwickelt haben. Da haben sie halt in diesem Markt wirklich gut Fuß gefasst und sie hatten teilweise in Europa 45% Marktanteil. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich fragen. Ich habe noch so ein paar Bilder, das ist jetzt vom Börsengang. Was man da sieht, ist seine Mutter noch, die hat er noch gelebt, seine Frau mit dem Papier. Das ist nochmal eine Maschine. Sieht immer sehr nett aus, diese alten Bilder, 60er, 70er Jahre. Regen durfte auch mal ein Weizsäcker die Hände schütteln. Das ist auch nochmal. Aber da war der Weizsäcker jetzt noch, da war der Bürgermeister von Berlin gewesen. Ja, von Politikern hat er nicht viel gehalten. Ja, das habe ich auch noch raus, das ist sehr, sehr witzig. Ja, also sie mussten echt Mitarbeiter finden. Nochmal eine Maschine. Ausbildung. Ja, das wäre das letzte Foto. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich fragen. Eine Sache würde mich interessieren, wie kam das denn dazu, dass es dann zu IBM verkauft worden ist, beziehungsweise dann zu Siemens?
Wie kam denn dieser Cut? Ich meine, wenn die so erfolgreich waren, warum hat es dann schlussendlich nicht bis heute Bestand gehabt? Die große treibende Kraft war ja Nixdorf. Und er ist halt 86 gestorben und die Nachfolge, die da kam, hatten halt nicht diesen Drive, den er gehabt hat. Und ab dem Zeitpunkt ist es langsam und stetig immer bergab gegangen. Und ich habe mich jetzt mit der Zeit nicht genau so intensiv beschäftigt, aber das war notwendig, dass sie damals mit Siemens zusammengehen mussten, um dann noch überleben zu können. Ja, ich habe nur eine Frage zur Hardware. Sind das auf Standardkomponenten aufgebaute Hardware, also von verfügbaren Prozessoren von Intel, oder haben die ihre eigenen Komponenten drin gehabt? Also sind diese Rechner, die er gebaut hat, wirklich eigene Entwicklungen gewesen oder sind das wirklich nur für die Zeit vorausdenkende Zusammenwürfelung von bestehenden Komponenten gewesen? Die Frage kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Also, ich will mal eine Demo drauf machen. Sicherlich, wenn man es programmieren kann. Also diese 820-Maschine, die ließ sich schon relativ einfach programmieren mit dem Business Basic, was das auch immer ist für ein Basic. Ja? Also die Entwicklungen waren schon selber. So, in dem Zusammenhang die Frage, gibt es von dieser 820-Maschine eventuell auch einen Emulator, wo man das auch tun könnte? Das weiß ich nicht, aber da müsste man mal googeln. Also Google weiß ja alles heute. Keine Fragen mehr? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.